Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekirche.de. Ich wurde nach einer Rollladensteuerung gefragt. Die gibt es ja wie Sander mehr. Das Besondere eben, die Rollladensteuerung sollte über das Logo TDE Display funktionieren. Das möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zum einen gibt es natürlich ganz normale Taster im Haus, mit dem ich einen Rollladen hoch und runter fahren lassen kann und aber natürlich auch stoppen kann. Das heißt, ich kann einmal drücken, dann fährt der Rollladen eben ganz hoch oder ganz runter. Oder aber ich kann sagen, oh Moment, das bisschen reicht mir, oder bei Jalousien, ich kann die eben nur ein Stück fahren. Ich habe es jetzt mal hier für 2 Rollläden gemacht. Die anderen 5 müsste er dann noch selber hinzufügen. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. In der TDE-Steuerung, wenn man es einfach jetzt hier auf dem Webserver besser sieht. Man kann also mit L4-Tasten, kann man sich durchs Menü drücken und man sieht jetzt auch hier, dass die Beleuchtung geht an, und also genau das gleiche passiert jetzt wirklich auf der TDE-Anzeige. Dann kommt Fenster 2, jetzt würde Fenster 3, 4, 5 kommen. Mit F2 könnte ich eben auffahren, eben so lange wie ich möchte, und dann Stopp drücken oder eben bis der Rollladen dann ganz zu ist. Sieht man es gleich, jetzt ist er ganz zu. Die Zeiten müssten natürlich noch angepasst werden. So, dann könnte ich jetzt Rollladen zentral machen, und das zeige ich ganz kurz. Wenn ich jetzt zentral aufmache, dann sieht man, dass alle auffahren würden. Mache ich zentral zu, dann würden alle Rollläden eben zufahren. Dann gibt es eben noch ein Zeitenmenü. Das kann ich jetzt hier eben mit der Maus eben ändern. Ansonsten könnte ich das, wenn ich das wollte, natürlich mit der Enter-Taste, jetzt haben wir kein Licht, mit der Enter-Taste bestätigen, also lange Escape-Enter-Taste bestätigen, könnte ich hier etwas eintragen. Genau, ziehen wir uns hin und her gesprungen. Genau, und dann gibt es noch eben ein Sonderzeitmenü, das hier eben, wo man vielleicht besondere Tage nochmal einprogrammieren könnte. So, schauen wir uns das Ganze mal kurz in der Logo an. Ich habe gerade den Online-Modus drin. Wenn ich jetzt eben mit F4 durchscrolle, sieht man eben, das fängt hier an, geht dann zum Menü Nummer 2, zum Menü Nummer 3, und immer wenn die Bedingung erfüllt ist, dass das Menü aktiv ist und eine F-Taste gedrückt wird, beziehungsweise man sieht es jetzt hier, wenn ich mal drücke, jetzt wird eben ein Auf- oder Zubefehl gesendet. Dann geht es eben. Oder aber wenn hier die F1 oder F2-Taste gedrückt wird, ich kann es hier mal machen. Ich gehe mal hier hin, und das sieht man jetzt gleich. Jetzt wurde also die F2-Taste gedrückt, und damit kann ich jetzt, also hier ist die F2-Taste, oder dann eben hier die F3-Taste. Das Ganze hier eben übers Menü. Zusätzlich ist hier hinten jetzt noch eine Verriegelung drin, dass nicht beide gleichzeitig anlaufen könnten. Falls jemand über beide Tasten mal versucht, gleichzeitig zu drücken, das geht nicht. Also jetzt sind beide Tasten gleichzeitig gedrückt. Aber da passiert eben nichts. Auch falls irgendwelche Zeiten hinterlegt sind und die Zeitstellung gerade schaltet, einfach, dass die Motoren da, dass da nichts passiert. Richtig. Dann haben wir hier eben noch ein eine Einschaltverzögerung. Das ist die Zeit, die der Motor quasi braucht. Jetzt ist das so, ich kenne keinen Rollladen, wo man selber die Endschalter hat. Deswegen sieht das Ganze so aus. Ich habe hier einfach einen Motor eingezeichnet. Die Endschalter für den Rollladen sind ja normalerweise im Rollladen schon fest eingebaut und stoppen diesen Motor. Deswegen gibt es nur 4 Taster und eben diese 2 Motorausgänge. Und diese Zeit hier müsste ich jetzt eben so lange definieren, wenn mein Rollladen 2 Minuten braucht, um ganz zuzulaufen, würde ich das eben auf 2 Minuten 20 oder 2 Minuten 30 stellen. Dann habe ich eben hier vorne noch meine beiden, meine beiden Wochenschaltuhren. Da sind sie. Meine beiden Wochenschaltuhren, einmal die normale Wochenschaltuhr und einmal die Sonderzeiten, die eben auf meine Auf- und Zu-Befehle gehen. Genau. Ich hoffe, euch oder in dem Fall dir hat das Video jetzt geholfen. Du müsstest im Prinzip immer dir diesen Block hier kopieren und unten anfügen. Und man sieht ja hier 01, 1, 2, 2, 3. Das einfach fortführen, um eben, wie hier zu sehen jetzt, F1, um das Menü hier eben immer weiter durchzudrücken.
hier, genau. Erzähl es mal hier, wenn ich nochmal F4 drücke, dann ist eben das nächste Menü. Oh, jetzt zu schnell. Genau, hier ist nur die weiße Hintergrundbeleuchtung, die nur dann an ist, wenn ich im Menü drin bin. Ansonsten ist sie eben dauerhaft aus und dass sich das Menü eben automatisch nach einer Minute zurücksetzt. Genau. Jetzt sieht man es hier, also es wäre noch 30 Sekunden, wäre eben noch das, die Beleuchtung an und dann würde die Beleuchtung ausgehen und es auf den Menüpunkt Nummer 1 zurückspringen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz unten auf der Seite findet ihr noch den Link zu meiner Webseite, wo ihr die Pläne und das alles noch findet. Vielen Dank fürs Zuschauen.